Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Modusbox von KF. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Modus von KF heute rausgekommen. So sieht das Ganze aus. Wir werden das mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten wahrscheinlich hier an der Seite an dieser Schweißnaht. So, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze quadratische Box und wir haben hier in rotem Licht den Interpreten KF abgebildet. Hier lesen wir auch nochmals KF. Rechts lesen wir Modus. Hier nochmals KF und auf der linken Seite nochmals Modus. Auf der Unterseite haben wir einen Barcode und dann haben wir hier noch den Hinweis, dass Modus von Good Vibe Music Germany vertrieben wird. So sieht das aus. Das Ganze keine reguläre Klappbox, sondern der Deckel abnehmbar. Also zwei Teile, Box. Deckel von innen auch schwarz. Und dann kommen uns hier entgegen einmal ein Tourflyer, quadratisch einseitig bedruckt. Dann haben wir hier diverse Sticker, 10 Stück müssten das sein, kommen wieder noch dazu. Dann das Album an sich, Modus. Dann haben wir eine Bonus-EP, die Piano-EP. Dann so ein kleines Säckchen hier mit, das sind glaube ich Kameraaufsätze drauf für das Handy. Und dann haben wir noch das Parfum. Die Box von innen sehr interessant gestaltet. Also ihr seht das, wirklich jedes Teil hat hier so ein eigenes Täschchen, so einen eigenen Platz, in dem das Ganze dann gelagert wird. Das Ganze in Karton bzw. Papier gehalten, also wir können das auch rausnehmen, dass man in der Box mehr Platz hat. Das Ganze ist hier so ein Einleger und die Box ansonsten in schwarz. Ich gebe diesen Einleger jetzt mal zur Seite und wir machen auch die Box mal wieder zu. So, und dann starten wir gleich mal mit dem Album und der Bonus-EP. Nachdem diese auch noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal öffnen. Einmal das Album und dann noch diese Piano-EP. Ist die Frage, wo wir die am besten aufschneiden. Ist immer so eine Sache bei diesen Papphüllen, bei diesen Digi-Sleeves, dass man die dann irgendwie zerkratzt oder einknickt. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. So. Wir starten mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Modus KF lesen wir hier. Und auch hier wieder in diesem Rotlicht abgebildet. Allerdings nicht wie auf dem Boxdeckel in schwarz der Hintergrund, sondern hier etwas farbenfroher mit Türkis und Rot gehalten. Dann haben wir hier ein super Jewel Case. Gefällt mir sehr gut. Hier lesen wir auch nochmals Modus. Ich hoffe, man kann das lesen. Jawohl, hier in roter Schrift auf schwarz Modus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben zwei Features. Und zwar einmal Prinz Pi und einmal Madeline Juno. Okay, also Prinz Pi natürlich ein Begriff. Erstaunlich. Also dazu sollte, glaube ich, auch noch ein Video kommen. Also ich glaube, Kartenhaus wird auch noch per Videoauskopplung veröffentlicht. Und dieses Feature dürfte wohl ein Gesangsfeature sein. Madeline Juno oder Juno, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Auch noch Barcode und Credits drauf. Und hier sieht ein bisschen so nach Motel oder so aus. In den USA. Hier KF abgebildet. Gut, dann haben wir hier das Booklet. Modus lesen wir hier.
Okay, also wir haben hier einmal so eine Albumwidmung. Hier lesen wir hier, dass es schon sein drittes Album ist. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle gerne anhalten, das Video und diese Widmung vollständig lesen. Und dann haben wir hier den ersten Track, und zwar ein Jahr zu spät, komplett abgedruckt, den Text. Und das zieht sich jetzt so durch. Also wir haben hier diverse Aufnahmen in Schwarz, Türkis oder Schwarz und Rot gehalten. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks mit den kompletten Songtexten. Also hier wirklich jeder Track Wort für Wort abgedruckt. Weitere Aufnahmen von KF, von seinem Roadtrip in den USA. Und natürlich die ganzen Texte, also zum Mitrappen, zum Nachlesen, gut geeignet. Sehr schön. So sieht die Album-CD aus. Auch in Schwarz und Rot gehalten. Modus. Und die Rückseite blank schwarz. Gut. Dann haben wir die Piano Edition, die Piano Bonus EP. Schlicht gehalten in einem Digisleeve in einer Papphülle mit diesem rosaroten Aufdruck Piano. Und auf der Rückseite haben wir dann sechs Tracks an der Zahl. Und das sind allesamt Tracks des Albums, die hier nochmal in einer Live-Akustik-Version neu interpretiert wurden. So sieht die CD aus. KF Piano lesen wir hier. Und das ganze Lied kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir diesen Tourflyer quadratisch. Hier haben wir die Dates zur Modus-Tour 2018. Dann haben wir 10 Sticker an der Zahl. Das ist echt eine Menge. Alle Sticker in Querformat und Schwarz und Rot. Und es sind allesamt Sticker mit KF-Aufdruck. Also könnt ihr natürlich, was auch immer euch so vorschwebt, verschönern mit diesen Stickern. 10 Stück an der Zahl. Dann haben wir ein kleines Stoffsäckchen mit weißem KF-Aufdruck. Das Ganze geht dann hier auf und dann kommen hier eins, zwei. Okay. Also meiner Info nach sollten sich hier drei drinnen befinden. Drei solche Linsen oder ja, optische Adapter, wie auch immer man das nennt, für die Handykamera. Allerdings in meinem Säckchen zwei Stück. Also wie gesagt, meines Wissens sollten es drei sein. Sieht so aus, als wäre bei mir einer vergessen worden. Naja, nicht so schlimm. Also, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie das funktionieren sollte. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal die Kamera aufrufen. Wir brauchen jetzt irgendein Motiv vielleicht. Also, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal hier das Album. Und wenn wir jetzt hier das Album hier fotografieren würden, dann kennt ihr das, dann sieht das regulär so aus. Gut, jetzt machen wir einmal diesen hier drauf, diesen Aufsatz hier. Das dürfte dann die Fisheye-Optik sein. Ist so die Frage. Jawohl, also ich hoffe, man kann das sehen. Das ist jetzt die Fisheye-Linse. So sieht das aus. Gab es ja damals auch schon in der Hitman-Box von Vaisel. Und damit nicht genug, sondern wir haben ja auch noch einen zweiten Aufsatz. Jetzt müssen wir den nur irgendwie hier tauschen. Ja, der lässt sich einfach rausschrauben. Dann schrauben wir mal den anderen hier rein, wenn das funktioniert. So, und das hier nennt sich dann, wie nennt sich die hier? Makro. Makrolinse. Und das ist gedacht für Nahaufnahmen. Also ihr könnt mit Hilfe dieser Makrolinse wirklich ganz, ganz detaillierte Sachen aufnehmen, wirklich aus der Nähe. Hier ganz schön. Ja, also da hat man echt detaillierte Aufnahmen. Gefällt mir gut.
Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob zwei Aufsätze oder drei hier reingehören. Vielleicht ist meine Box auch vollständig und es waren wirklich zwei Aufsätze gedacht. Dann ist das natürlich vollständig. Aber wie gesagt, ob ich jetzt zwei oder drei habe, ist jetzt kein Beinbruch für mich. Ich kann auch mit zwei davon leben. Komme in diesem schönen Säckchen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses Fläschchen hier. Modus bei KF lesen wir hier. Das Ganze eine Parfümflasche. Erinnert ein bisschen an diese Probefläschchen, die man kennt aus der Parfümerie. Nur eben etwas größer. Wir haben hier ganz oben den Sprühknopf. Und jetzt würde mich mal interessieren, ich glaube, es ist das zweite Mal, dass es ein Parfum in einer Box gibt. Das gab es ja auch schon bei Flair und Charlize Box bei Epic. Das fand ich echt gut gelungen damals. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze riecht. So, ich habe hier einmal was aufgetragen. Dann werde ich mir das Ganze mal kurz verreiben. Ja, kann man auf jeden Fall verwenden. Also es riecht etwas fruchtig, etwas frisch. Ich bin jetzt kein Parfum-Experte und kann jetzt die genauen Duftnoten noch nicht beschreiben, aber es riecht auf jeden Fall fruchtig, frisch und ja, kann man durchaus tragen. Also ich glaube, man findet dafür Verwendung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Herren- oder Frauenparfum ist. Allerdings, vielleicht auch Unisex. Hier hinten steht sonst weiter nichts, außer Made in Germany und was hier Limone etc. so drin ist. Ja, wie gesagt, fruchtig riecht es auf jeden Fall. Aber nette Sache. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Parfümfläschchen mit dem Duftmodus. Dann dieses kleine Säckchen hier mit diesen zwei Handy-Kamera-Aufsätzen. Die Piano-EP im Digisleeve in der Papphülle. 10 quadratische, ja, rechteckige Sticker mit KF-Schriftzug. Ja, auch wenn ich nicht wirklich als Boxinhalt zähle, diesen Tourflyer. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Modus von KF. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr KF unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.